Wieso? Nutzen Wolves diesen Ort? Wir legen ein paar unserer Boote. Okay. Genau. Also, um kurz den Leuten, die das eventuell nicht mitgekriegt haben. Wir sind gerade in Abbys Storystrang und durchleben Seattle Tag 1, 2 und 3. Wir sind, glaube ich, an Seattle Tag 2 und versuchen gerade auf diese mysteriöse Insel zu kommen, die wir durch den Ellie-Storystrang kennengelernt haben. Und Abby und Yara wollen jetzt zum Hafen und sich ein Boot holen, weil Lev, der Bruder von Yara oder Schwester, das wissen wir ja noch nicht genau, dahin gefahren ist, um die Mutter von Yara und Lev zu überreden mit nach... wie hieß der Ort nochmal? Die wollen auf jeden Fall weg. Und jetzt gucken wir, dass wir Lev irgendwie zurückbekommen. So der Plan. Wow. Es wird auf nichts. Hm. Dann nehmen wir das. Santa Barbara, genau. Santa Barbara wollten wir. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Yara hat übrigens ihren Arm verloren. Yara und Lev haben uns ja gerettet. Vorsichtig. Gestern? Wir wurden von Scars angegriffen. Und Yara und Lev haben uns da rausgeholt. Yara wurde mit einem Hammer der Arm zerkloppt. Also dem Mädel wurde der Arm zerkloppt und gestern haben wir Medikamente aus dem Hospital geholt, damit Yara der Arm amputiert werden konnte. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, tja. Sie wird das anders sehen. Geil. Jetzt können wir Abby schön buffen noch. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Sieht aus, als müssten wir außenrum. Ich sag la moin. Ich hoffe mal, wir finden noch raus, was mit Abbys Arm ist, weil sie fässt sich sehr häufig an ihren Arm. Oh. Yes. 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 Gut. Hier runter. Schwimmen wir? Halt deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Dann müssen wir wahrscheinlich doch andersrum. Abby! Hier drüben! Abby! Ich komm! Stopp. Ich mach das. Okay, los, los! Huh?
Haben wir hier für irgendwas noch mehr Munition? Wir kommen durch. Komm. Jetzt sind wir ja fast am Yachthafen. Bin ich mal gespannt, was wir uns für ein Ruderboot mitnehmen. Die Boote sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Welches nehmen wir denn? Yara. Okay. Kommst du da hoch, Yara? Ich habe keine Ahnung. Schaffst du es hier hoch? Ja. Bleib auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Okay. Wenn ich dieses Gas bald ausradiert komplett. Die Wolves hat Ellie ausradiert. Eigentlich müsste doch gar keiner mehr da sein. Um ehrlich zu sein. So viele Leute, wie wir schon getötet haben. Zum Teufel. Manny? Bist du allein? Ja. Oh. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los! Meinst du vom Sound her? Ja, die ist grauenvoll, Chris. Unten bleiben! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Jahre? Was habe ich mir bloß gedacht? Haben uns hart zugesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Ah, hier lang. Sie. Los, los! Ninja-Rolle? Okay. Hier durch. Schnell! Oh!
Geht mir auch so, Chris. Ich weiß nicht, ob die PlayStation schon wieder im 5.1-Modus ist oder so. Oder im Stereo-Modus. Schnell, schnell! Fuck, was jetzt? Ich rück vor! Nein! Abby! Why? Warte! Nicht! Hey, hier drüben! Ich soll nicht auf dich schießen? Oh! Okay. Schön, Carlos. Vergiss die Straße. Shit. Okay, was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los! Der Karren fällt auseinander! Da sind auch Gasflaschen drin, Mann! Wer ist denn auf die Schnapsidee gekommen? Los, los! Hip! Fuck, er ist gut. Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit. Wenn er gut wäre, wären wir schon tot. Manny. Ich steuere sie gerade selber, Rachel. Was hat er gemacht? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Abby! Los, auf die Brücke! Headshot. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Fuck! Ja, man kann auch mal auf super leicht sterben. Das ist nicht so schlimm. Oh. Ich habe ja ganz vergessen, wir haben ja noch ein großes Feuerzeug. Ah ja. Mager, du gehst mir auf den Sack! Verdammt, nicht schon wieder! Rechts von uns! Runner!
Halt dein Schnauze jetzt hier. Hey. Ich rück vor! Der Typ hört nicht auf! Ich weiß! Chandler! Wir müssen zur Brücke, bevor er abhaut. Ja. Warte mal kurz, ich muss eben mal flugs ans Telefon. Kleinen Moment. Ich sollte beim Management gerade was schicken, also Screenshots. Und, nie zu kriegen. Ich hab halt einfach, weil Start der Woche war, ich nur noch schön Katzenbild mit reingeschmissen in die Screenshots. Abby! Mann, steh doch nicht so rum! Oh, shit! Geh vor, ich geb Deckung. Wo ist der hin? Der kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Oh, du Schwein! Er ist da! Los, 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 los! Jetzt nicht nachlassen! Push, 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 push! Wo ist er denn? Entschuldigung, ich muss mich kurz heilen. Na los! Okay. Fuck! Wir haben ihn! Gehen außen rum. Das kriegt er bestimmt nicht mit, dass wir uns rumschleichen. Manny. Twitch Prime is not a crime.
Warum müssen die eigentlich immer alle so lieblos sterben? Naughty Dog, was soll denn das? Oh. Das war Tommy? Oh. Bist du okay? Abby. Ja. Und du? Ja. Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Sind denn alle? Keine Wachen? Sie nutzen diese Ecke der Insel nicht. Guck, Les Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist es? Über die Insel. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Und eine Münze. Für den Kaugummi-Automaten. Fuck. Kennst du die? Hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Ist eigentlich Martin noch da? Ich habe vorhin leider die The Polish Man. Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Uh-oh. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac.
Wir kürzen durch das Holzlager ab. Los, Nina. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Sind alle kämpfen. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochklettern. Dann schieben wir doch den Wagen da mal hin. Dunkel suche nach dem Lichtschalter oder sage, Siri soll das Licht anmachen. Durch. Perfekt. Dann los. Schließt das Tor! Regelt das Lager! Muss ich jetzt 50... Sie haben einen Bogen. Links von uns. Muss ich jetzt, Möge sie unsere Kinder beschützen. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran. Nun... Schützt das Lager! Los, zur Sägemühle! Deborah! Das Letzte, was du siehst, sind Kinder! Schnell!